Der Rückblick von Ulla Holthaus und Thomas Wag. Frankfurt, Eintracht Frankfurt gegen Dynamo Dresden. Das ist ja so eine Sache mit den Meistern. Wir haben also einen Herbstmeister, das war Eintracht Frankfurt. Dann haben wir jetzt aber mit Borussia Dortmund den Wintermeister. Wenn Frankfurt heute gewinnt, könnten sie den Grundstein legen für einen möglichen Frühlingsmeister. Es müsste aber ein Vorfrühlingsmeister sein, weil der würde dann schon im März gekürt werden. Denn der normalige Sommermeister, also der richtige Meister, wäre im nächsten Jahr ein Frühsommermeister, weil nämlich die Saison schon Mitte Mai zu Ende ist. Sie sehen, es ist schwierig und es gibt viele Meisterschaften, die auszuspielen sind. Heute also mit einem Sieg gegen Dresden wäre das alles möglich gewesen, wenn da nicht das große Problem Andi Möller über der Mannschaft schwebte. Werden nun alle Punkte abgezogen? Angeblich nein. Aber wem gehört er denn nun? Turin oder Bergamo oder doch Frankfurt? Viele Dinge, die klar oder doch unklar waren. Michael Palme sagt uns, was zumindest in Frankfurt heute klar war. Eindeutig ist derzeit wohl nur, dass Andreas Möller einen gültigen Arbeitsvertrag mit Eintracht Frankfurt hat und dort auch brav seiner Arbeit nachgeht. Unklar ist, ob er oder die Kollegen unter der Diskussion und den Spekulationen leiden. Möller wollte vor dem Spiel keine Auskunft geben. Mannschaftskapitän Uli Stein war bereit. Das war uns klar, solange Andi hier spielt, dass das jedes Jahr wieder hochgekocht wird. Aber die Mannschaft ist Gott sei Dank inzwischen so weit, dass sie das nicht mehr belastet. Und wie gesagt, wir wissen, dass solange Andi hier spielt, müssen wir damit leben, mit diesen Gerüchten. Was sagt denn die Mannschaft zu dem ganzen Wirrwarr im Moment? Ich muss sagen, die hält sich relativ raus. Also im Großen und Ganzen wird kaum darüber gesprochen. Natürlich ist die eine oder andere Stichelei, das ist ganz normal, ist eben da. So ist es eben halt in diesem Geschäft. Stichelei. Und so ist das Geschäft auch. Andreas Möller, von Schössler 90 Minuten lang hautnah bewacht, langt hin. Ein bisschen Theater, Schiedsrichter Osmas reagiert gelassen, keine Karte. Und dies ist eine bemerkenswerte Szene. Dresden vor dem Eintracht-Tor. Bemerkenswert deshalb, weil es im gesamten Spiel der einzige ernsthafte Versuch war, ein Tor zu erzielen. Zanders Kopfball. Die Eintracht hat es leicht. Beins Haken, Beins Pass und zwei stürzende Spieler, Büttner und Sippel. Wer hat nun wen festgehalten oder umgerissen? Auch mehrmaliges Vorführen klärt die Frage nicht. Für Osmas war es eindeutig. Foul von Büttner, Strafstoß. Uwe Bein. 1:0, 13 Minuten sind vergangen. Die Eintracht spielt danach wie in besten Tagen. Allen voran Möller. Revanche-Foul von seinem Schatten Schössler. Ebenfalls ein bisschen Theater und Schössler sieht die Verwarnungskarte.